Rocky Mountains im US-Bundesstaat Colorado. In 4300 Metern Höhe ist hier einmal im Jahr der Teufel los. Beim spektakulären Bergrennen am berühmt-berüchtigten Pikes Peak. 1987 will ein in den USA unbekannter Europäer den Amerikanern die Show stehlen. Der zweimalige Rallye-Weltmeister Walter Röhrl. Neben Ruhm und Ehre lockt ihn die Aussicht auf ein stolzes Preisgeld. Das einzige Interesse, das ich gehört habe, dass der Gewinner 60.000 Dollar kriegt. Die Amerikaner sind ja nicht ganz so dumm. Haben die gesagt, naja, da haben wir wenig Interesse, dass immer die Europäer das Geld mitnehmen und haben das Reglement verändert. Und in diesem Jahr hat der Sieger nichts mehr gekriegt. Ich bin dorthin gekommen, habe die Straße gesehen und das hat mich dann schon beeindruckt, weil ich ein Verfechter bin von schönen Straßen. Ich hasse brutale Straßen, Schotterstraße ohne Schlagloch. Das hat mir dann ganz gut gefallen und das hat sich auch in dieser Woche Vorbereitung immer mehr vertieft und ich war dann ganz glücklich. Und wie ich das gefahren habe, muss ich heute rückblickend sagen, das war ein ganz besonderer Abschnitt in meinem Motorsportleben. Dort gibt es keine Taktik, dort gibt es eben Attacke, Risiko und werden oder sterben. Das Rennen, 20 Kilometer Lebensgefahr, ein Ritt auf der Kanonenkugel. Neben der Strecke bis zu 1800 Meter Abgrund, Leitplanken, Fehlanzeige. Walter Röhrl bereitet sich auf jede einzelne Kurve intensiv vor. Ich bin ja mit dem Leihauto damit mit 25 Meilen Geschwindigkeiten aufgefahren mit meiner Frau auf dem Beifahrersitz und habe das also immer wieder geschaut, wie es da runtergeht. Und ja, mein Freund, hier wäre es schon besser, wenn du keinen Fehler machen würdest. Aber sobald ich dann im Wettbewerb im Auto sitze und starte, bin ich unfehlbar. In der sauerstoffarmen Bergluft verliert der 600 PS starke Audi Sport Quattro S1 ein Viertel seiner Leistung. Du hast natürlich immer als Fahrer immer das Gefühl, dass dein Auto besonders viel verliert natürlich und du bist immer mehr unter Anspannung, weil nichts vorwärts geht. Aber letztendlich, wie man sieht, geht es allen so. Die Physik lässt sich von niemandem austricksen. Mit verbleibenden 450 PS an der Bergspitze bleibt Röhrl erstmals unter 11 Minuten. Trotz des Leistungsverlustes erkämpft er sich den Sieg und eine Zeit von 10 Minuten 47. Jahre später. Der Pikes Peak ist heute teils asphaltiert. Mit gewaltigen 1007 PS will Nobuhiro Tajima die 10-Minuten-Marke knacken. Sein Arbeitsgerät, ein Suzuki XL7 mit einem der stärksten Triebwerke der Rennsportgeschichte. Mit 10 Minuten und einer Sekunde stellt er den 13 Jahre alten Rekord des Australiers Rod Millen ein. Reizt das nicht, Walter Röhrl, den Pikes Peak nochmals zu bezwingen? Ja, wenn wir ein gescheites Auto haben, würde man das schon nochmal anschauen. Aber inzwischen ist einfach die Tatsache, dass große Teils geteert wurde, hat das Projekt dann sterben lassen. So bleibt Walter Röhrls Fabelrennen am Pikes Peak vor 20 Jahren unvergesslich.